Hey, weiter geht's mit der klassisch-chinesischen Grammatik. Wir haben die Grundlagen jetzt abgeschlossen und jetzt kommen wir ja zur weiterführenden Grammatik. Das sind aber eigentlich, sollte man eher sagen, die erweiterten Grundlagen. Jetzt lernen wir solche Sachen wie Konjunktionen, Fragepartikel oder ja, halt andere Partikel, die man für andere Funktionen eventuell gebrauchen könnte. Aber hauptsächlich geht es um Konjunktionen, die im klassischen Chinesisch auch relativ zahlreich sind und die teilweise auch recht vieldeutig sind. Und wir fangen heute auch mit einer an, nämlich mit zi. Zi bildet konditionale Nebensätze. Und ich habe das Schema hier mal aufgeschrieben. A, zi, b. Übersetzt sich damit, wenn a, dann b. Also das, was davor steht, ist die Bedingung und das, was dahinter steht, ist das Resultat, was aus der Erfüllung dieser Bedingung resultiert. Als Beispielsatz habe ich einen aus dem Sun Tzu Binghua genommen, also aus der Kunst des Krieges von Sun Tzu. Und da kommt das Zi relativ häufig vor und es ist eine ganz parallele Konstruktion. Das heißt, wenn man es einmal geknackt hat, kann man das für die restlichen Teilsätze dann immer genauso nach Schema F runter übersetzen. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz gut, um erstmal die Bedeutung von zi zu lernen. Wir hatten das in einem der Grundkursbeispielsätze schon mal, da habe ich gesagt, dass das später dran kommt und hier ist es. Also, gu yong bin zhi fa, shi zi wei zhi, wu zi gu zhi. 背则分之，敌则能战之，巢则能逃之，不弱则能避之。Also, wie man sieht, sieht das alles relativ identisch aus. Es ist auch überall ein "zhi". Am Satzende können wir das auch noch mal in einer seiner Funktionen wiederholen. In zwei sogar. Hier haben wir die zweite Funktion. Genau, ich werde erstmal das Satzthema für euch definieren, weil das nämlich, das Satzthema steht vorne und dann werden hinten dazu diese mehreren parallel strukturiert aufgebauten Aussagen getroffen. Gut, daher, darum, deshalb benutzen Soldaten, Heer, Armee. Zhi, Genitivpartikel, die erste Funktion von Zhi, die wir dann hier wiederholen in Anführungsstrichen. Fa. Fa kann das Gesetz sein, ist aber auch die Methode oder die Art und Weise, mit der was gemacht wird. Hier ist es halt die Methode und die Art und Weise. Also, davor stand schon irgendwas im Text und jetzt kommt es dazu, dass er sagt, darum, was das Benutzen von Soldaten anbetrifft oder was die Methode des Einsatzes von Soldaten anbetrifft. Und dann die Aussage, die zum Satzthema getroffen wird. Shi zi wei zhi. Shi, 10. Aber hier ist es verbal gebraucht, weil nämlich vor dem zi und hinter dem zi jeweils ein Satz beziehungsweise ein, sagen wir mal, Satzäquivalent stehen muss. Und mindestens ist das ein Verb. Und hier ist das Verb tatsächlich shi, 10. Und es heißt dann 10-mal so viel sein. Und bezieht sich dann auf die Soldaten, mit denen man selber in Konflikt steht, also das gegnerische Heer. Shi, zi, also wenn man 10-mal so viele ist, Wei, umzingeln, zhi, es oder sie, und damit ist dann das gegnerische Heer gemeint. Nächster Teil, ganz parallel, wu, 5, zi, wenn 5, also wenn man 5-mal so viele Soldaten hat oder wenn das eigene Heer 5-mal so groß ist, gong, zhi, dann greift man sie an. Gong heißt angreifen oder attackieren. Bei. Zi fen zhi. Bei bedeutet doppelt oder zweimal und hier entsprechend zweimal so viel sein. So, wenn man
doppelt so viele Soldaten hat oder wenn man mit zweimal so viel Soldaten unterwegs ist, dann teilt man ihr Heer auf. Also zum Beispiel, hier hat man das gemacht mit so einer Keilformation, dass man die halt auseinander gescheucht hat, sozusagen, um sie natürlich aus ihrer eigenen Formation zu trennen und ja, dadurch zu behindern in ihrer Aktion. Weiter, die heißt eigentlich Feind oder Gegner, aber hier bedeutet das quasi, wenn man einen Gegner hat, dass man mit dem auf Augenhöhe ist. Also die kann nicht nur der Feind oder der Gegner konkret sein oder feindlich-gegnerisch, sondern kann auch heißen, dass man jemand gleich Starkes hat, also dass einer einem ebenbürtig ist. Und hier wieder so, also wenn man gleich stark oder ebenbürtig ist, dann kann man Zhan Krieg mit ihm führen oder eine Schlacht gegen ihn schlagen. Schau, so, wenn man weniger ist oder wenn man unterlegen ist. Na, nicht unterlegen, also wenn man weniger ist. Schau ist schon konkret zahlenmäßig gedacht. Also wenn man selber weniger Soldaten hat als der Gegner. Nang Tao Zhi. Tao heißt entkommen, weglaufen. Also dann kann man weglaufen, wem? Ihm. Wenn man weniger Soldaten hat als der Gegner, dann kann man vor ihm flüchten. Bu Ruo. Ruo bedeutet gleich sein wie, genauso sein wie. Und Bu Ruo bedeutet dann nicht ebenbürtig sein oder klar unterlegen sein. Aber Bu Ruo kann man eigentlich meistens mit ja, nicht ebenbürtig sein übersetzen. Und dann wieder Zi. Also wenn man nicht ebenbürtig ist oder wenn man ihm nicht gerecht wird, stärkemäßig, dann kann man Bi, bedeutet vermeiden, also dann kann man ihm gleich ganz aus dem Weg gehen. Also nicht erst hin und dann flüchten, sondern wenn man weiß, dass man ihm nicht ebenbürtig ist, dann soll man ihn gleich ganz meiden, Abstand halten. Ja. Genau, das wäre der Beispielsatz aus dem Sun Tzu Bing Fa, der die Konjunktion zi vorstellt. Wie gesagt, die Verwendungsweise ist eigentlich relativ einfach. Es gibt noch Ergänzungen zu zi, die ich jetzt aber weglassen möchte, weil die ein bisschen komplexer sind. Aber erstmal als grobe Faustregel kann man sich merken, zi bildet konditionale Nebensätze, wird aufgebaut nach dem Thema A, Z, B. Und das A ist die Bedingung und das B ist das, was daraus folgt, wenn die Bedingung erfüllt wird. Genau, noch einmal schön im Deutsch. Daher sage ich oder heißt es, was den Einsatz von Soldaten oder die Methode der Verwendung von Soldaten anbetrifft, wenn man zehnfach überlegen ist, dann umzingelt man den Gegner. Wenn man fünffach überlegen ist, dann greift man ihn an. Wenn man doppelt so stark ist, dann sprengt man sein Heer oder teilt ihn auf, zerstreut ihn. Wenn man ihm ebenbürtig ist, dann kann man eine Schlacht mit ihm schlagen oder gegen ihn kämpfen. Wenn man weniger Soldaten hat, dann kann man vor ihm weglaufen, vor ihm flüchten, ihm entfliehen. Wenn man ihm nicht ebenbürtig ist, dann kann man ihn gänzlich meiden oder ihm gänzlich aus dem Weg gehen. So viel dazu, das wäre dann die Konjunktion 'zi'.